Unterwassersuche. Der Eingang zu Dr. Cronys Labor liegt unter Wasser. Legt eine spezielle Tauchausrüstung an und sucht nach dem Eingang. Pass auf die Sicherheitsroboter auf. Jetzt tauche ich mal. Da gibt's 12, what the fuck? Ja, das gibt's doch nicht. Warum ist hier jetzt dieser Eingang da? Das weiß ich nicht. Ich muss doch nicht mal einen Knopf drücken, hier muss man einfach nur bewegen. Da ist eins. Ich bin ja, glaube ich, nicht so der Fan von Unterwasser-Level. Ist ja nicht bei Mario. Ich bin nur glücklich, dass es bei bei Banjo-Kazooie kein Unterwasser-Level gab, sage ich mal. Es gab ja nur was unter Wasser, was wassermäßig so herausgestochen hat, war Rusty Bucket Bay, wo man viel tauchen musste und es auch gefährlich war, aber trotzdem, ich bin glücklich, dass es da keine richtigen Wasserlevel gab. Bei Mario gab es ja hier dieses Bucht-Schwimm-Dingsbums, da gibt es auch bei diversen, hier bei 2D-Mario-Titeln, ne? Da gibt es ja die immer. Das ist so ekelhaft. Gut. Da oben war jetzt nichts, ne? Doch. Oh, gut nochmal geguckt. Guck mal, Barbie hat, glaube ich, keine Wasservorräte, Sauerstoffvorräte an sich dran. Die kann ich sogar tauchen. Guck, jetzt taucht die noch am Boden lang so. Hopp, hopp, hopp. Guck, ihr Gesicht ist hinter der Wand. Das ist ein Davy Jones unter den Wassertauchern hier. Okay. Okay. Das war jetzt natürlich irgendwie formidable, dass ich hier lang getaucht bin. Ich frage mich, was da für Stäbe sind. Ist das auch Venedig? Wie tief geht ihr bitte schon ins Wasser? Die sind ja locker jetzt irgendwie 10 Meter lang. Wirklich so lang? Wie tief ist das was in Venedig? Weiß das jemand? Ich glaube irgendwie so maximal 5 Meter, glaube ich. Würde ich jetzt sagen. Der Rhein ist jetzt auch... Ja, okay, der Rhein ist natürlich auch kein Vergleich. Ist ein... Wie nennt man das überhaupt, was in Venedig durchfließt? Ist das ein Fluss? Ist das ein Gewässer? Ist das, weiß ich, ein See? Ein Bach? Keine Ahnung. Wenn es ein Fluss, welcher Fluss ist das denn? Ist es ein schwimmbarer Fluss? Darf man da rein schwimmen? Ist das vielleicht... Kommt da rein irgendwie Fäkalien oder so? Ich weiß es nicht. Ich wurde bis jetzt auch nicht von... Verdammt! Wollte es nicht einsammeln. Okay, das ist auf jeden Fall eins. Auch noch 4. Spektakulär war es bis jetzt ja nicht, ne? Ich wurde angeschrieben. Nachricht lese ich gleich. Wir können natürlich auch uns über Handys unterhalten. Ich habe nämlich das erste Handy, was ich gehabt habe, ist ein richtig fettes Nokia gewesen. Also es war nicht diese, keine Ahnung, diese Nokia, die immer in diesen Memes vorkommen, diese, keine Ahnung, womit man irgendwie Scheiben einschlagen kann. Wenn du einen Hammer benötigst, nimm dein Nokia-Handy. Nein, das ist, glaube ich, ein Modell irgendwie später gewesen, so ein paar Modelle später. Ja, wo man auch kein Spiel irgendwie drauf hatte. Also das Nötigste war irgendwie zum Telefonieren. Ja. Gut, ich bin fertig. Und ich bin auch glücklich damit irgendwie gewesen. Mein erstes Handy, hurra, da war ich glaube ich 8. Barbie findet die verschwundenen Juwelen. Bei jedem Kronjuwelen fehlt ein Edelstein. Wie merkwürdig. Was könnte Camille mit nur jeweils einem Edelstein der Kronjuwelen wollen? Ich weiß es nicht. Barbie, die Juwelen enthalten jeweils einen seltenen Edelstein. Jeder dieser Edelsteine ist einzigartig auf der Welt. Miteinander kombiniert erzeugen sie ein hypnotisierendes Licht. Stell dir nur vor, das würde in die falschen Hände geraten. In Barbies Hände. Pik und Kloppenburg. Boah, das passt sogar. Fast. Jetski! Jawohl. Und zwar, wie kommen wir jetzt zu Mexiko auf einmal? Das ist, glaube ich, das letzte Level jetzt, ne? Denke ich mal. Barbie, wir müssen Camille aufhalten, bevor der Hypnose-Edelstein hergestellt wird. Wir werden sie mit unserem Radar im Auge behalten. Okay, die Musik passt gar nicht. Warum hat man da wenigstens Rasseln dabei? Oder irgendwie so mexikanische Trompeten? Nee, hat man hier nicht. Gut, wir waren gerade bei Handys stehen geblieben. Handys sind ja eigentlich als Kinder so irgendwie das Größte auf der Welt, ne? Man hat da, glaube ich, irgendwie heutzutage Handys mit, sage ich mal, schon Smartphones. Ich weiß nicht, welche Eltern drauf kommen würden, einem Kind schon... Boah, Alter, diese hässlichen Läufer, ne? Ihrem Kind schon ein Smartphone zu kaufen. Mein Vater wäre auf jeden Fall dagegen.
mein Bruder ist ja zwar noch im, warte, der ist 12 und hat schon ein Smartphone, ne? Aber ich käme nie auf den Gedanken, irgendwie meinem Sohn, der 8 Jahre alt ist, für ein Smartphone zu kaufen. Also ich meine, was würdet ihr damit anfangen? Internet, was will der im Internet auf? Was will der unterwegs am Internet? Ja gut, ich will nicht mehr zurücklaufen, deswegen. Ja, was ist denn da los? Ah. Verstehe. Kann ich irgendwie aufs Dach? Muss doch aufs Dach, oder nicht? Kann ich das Sammeln direkt aufgeben, ne? Dann geh ich einfach mal durch. Wenn ich hier schon irgendwie keine Punkte bekommen habe. Hey, komm, verzieh dich doch. Verzieh dich doch. Hey, ist doch nicht Hammer. Ja doch, dann sammle ich das doch mal ein. Ich will gucken, was man bekommt. Ich bin gleich schon wieder K.O. Nur vom gesehen werden, ja? Werde ich sterben. Die Frauen laufen ja auch immer hinterher. Es ist wenigstens die Männer, die laufen der Frau nicht hinterher. Aber die Frauen ja direkt... Oh, die hat Brüste, ey. Ekelhaft. Ah, Moment, ich weiß, was ich machen kann. Ich kann den Schwung, glaube ich, wieder nehmen. Das mache ich jetzt auch. Hui, perfekt. Und ich wurde gesehen. Tada. Hätte ich direkt von Anfang anfangen können. Gut, wo war ich hingeblieben? Handys. Mein bester Freund hatte irgendwie so ein... das gleiche Handy in Schwarz. Also waren wir, glaube ich, so Brüder. Also so Handybrüder, ne? Kennt man ja. Gleiche Sachen, gleiche Brüder, gleiche Scheiße. Total geil. Und als er dann irgendwie sein neues Handy bekommen hatte, war ich total neidisch. Ich war der neidischste Typ überhaupt. Denn der hatte so ein Sony Ericsson bekommen mit Kamerafunktion, ja? Das Einzige, was ich damals wollte, war Kamerafunktion, weil ich und mein Kumpel haben immer so Videos gemacht. Die voll krass konkret waren. Ey, Mann, diese Scheiße. Ich finde, dieses Ding da ist am unnötigsten. Hey! Verstehe ich nicht. Ey, ich check das nicht. Man muss, glaube ich, Fläche einnehmen. Hey, wie viel Fläche soll ich denn einnehmen, Alter? Habe ich gerade so viel Fläche eingenommen? Wollen die mich verarschen? Sind die gerade irgendwie Bananen oder so? Hey, wo soll ich denn da lang, bitte? Boah, ekelhaft. Ich finde das so ekelhaft, wie die laufen. Ja, komm, wir laufen hinterher, haha. Wo soll ich jetzt hier lang? Hallo? Hat jemand eine Idee, wo ich hier lang muss? Ach, da ist ein Kissen, da kann ich drüber. Na, ist ja natürlich intelligent, ne, Barbie. Ist doch nicht wahr. Weil ich gebe mir hier schon auf den Sack. Ja, wir haben immer zu zweit immer so Videos gedreht, auch mit so anderen Kumpels dann noch. Also wir haben mehr als zwei. Und er war der einzige Handy, der ein Handy hatte mit einer Stoppfunktion und so allem, ne? Und ich war immer total übelst neidisch auf den, weil er hatte so eine Ericsson. Ich wollte mit meinem Vater genau über dasselbe Handy irgendwie, ich wollte das irgendwie kaufen. Er so, guck doch mal, wie teuer das ist, Junge. Das ist unmenschlich teuer. Das war irgendwie so, heutzutage kostet irgendwie 20 Euro oder so. Mehr dafür kriegst du auch nicht, wenn du es bei eBay verkaufst. Und da war es natürlich Preis irgendwie, da kriegst du, hast du auch irgendwie für einen Teekocher damals für über 100 Euro bekommen. Heutzutage bekommst du für den gleichen Teekocher 50 Cent. Wenn du Glück hast. Auch für eine Gamecube, ne? Für eine Gamecube bekommst du heutzutage 50 Cent. Was nimmst du? Dann fragst du dann, willst du einen Kaugummi oder willst du einen Gamecube? Nee, ich liebe lieber einen Kaugummi.
Ja, aber die kosten heutzutage genauso viel wie ein Kaugummi, ne? Gamecube. Ich fand's total lustig. Ja, und heute haben wir beide Smartphones. Ich habe Nokia Lumia. Ich bin wirklich zufrieden mit Nokia. Er hat, keine Ahnung, was er hat. I don't know. Okay. Ich warte mal, bis er aufgeladen hat. Ist das heiß. Auf jeden Fall, warum ist gut, dass Nokia Lumia zu... Der einzige Nachteil wirklich an Nokia Lumia... Verdammt, jetzt habe ich nicht eingesetzt.